Also viele, also du bist ja wirklich ein internationaler DJ. Wie sieht es mit den Bookings aus? Also auch ist noch eine starke internationale Nachfrage? Nee, international eigentlich im Moment gar nicht mehr so. Ich habe mich auch ein bisschen zurückgezogen. Ich bin alleinerziehender Vater jetzt seit 3 Jahren und ich kann es mir auch gar nicht mehr und will es auch gar nicht mehr. Ich habe das so viele Jahre gemacht und habe auch gar nicht mehr den Zug dazu, jetzt so verschärft wieder. Das könnte ich auch gar nicht jetzt international. Da wird meine Tochter irgendwann so einen Hals kriegen, wenn sie nur bei der Oma sein muss. Und deswegen bin ich ganz froh, ich mache mal in Deutschland Dinge und ab und zu mal im Ausland und das ist genau richtig. Ich konzentriere mich auch jetzt die nächste Zeit auch mehr aufs Produzieren auch. Also da schlägst du genau da rein, wo ich eigentlich noch gerade eigentlich noch mal ansetzen wollte. Also alleinerziehende Vater, DJ, du willst jetzt auch im Produktionsbereich so. Also du hast gerade gesagt, deine Mutter, die Großmutter wahrscheinlich, die dich da so ein bisschen supportet. Wie muss man sich das vorstellen? Also gerade DJ Duck als alleinerziehender Vater, wie sieht dein Alltag aus? Mein Alltag aussieht, ja, morgens um 6:30 aufstehen, bringe ich meine Tochter in die Schule, gehe mit dem Hund raus, komme zurück, frühstück was, mache ein bisschen Bürokram, manchmal lege ich mich nochmal hin, dann mittags wieder abholen. Das ist mein Programm. Viel Büro und dann einmal die Woche bin ich im Studio. Ja. Und Wochenende ist es halt dann, muss halt irgendwo, ich check dann auch, dass man bei einer Freundin schläft oder so irgendwie und muss ich sie halt irgendwo unterbringen. Seit 3 Jahren bist du allein ziehen? Okay. Und du sagst, du willst jetzt dich wieder in Produktion wieder ranwagen? Oder ranwagen? Also wann war deine letzte Produktion? Ne, ich bin eigentlich immer am Produzieren. Nur die ganze Zeit war DJ mein Schwerpunkt gewesen und die Produktionen sind nebenher gelaufen und ich möchte es jetzt so ein bisschen lieber mehr produzieren und auch ein bisschen weg so vom Dancefloor, ein bisschen mehr Listening-Musik auch und so. Ja. Listening, meinst du Ambient, zum Teil auch so downbeatig so? Ambient oder wie Massive Attack vielleicht oder sowas. Ja. Kriegst du jetzt ja einiges mit, so. Wir hatten ja, wir sind gerade, was heißt, wir sind gerade, wir hatten den Minimal-Hype. Viele prognostizieren oder sagen, der ist tot, der ist jetzt so, aber trotzdem ist er irgendwie immer noch präsent. Ich meine, du hast eine Perspektive, du hast eine, du, also ich behaupte mal, gerade du hast eine Vogelperspektive auf diese gesamte Entwicklung, die sich da so auftut und die vielleicht auch kommt. So dein Statement, also also wie würdest du das so antizipieren? Also wie würdest du sagen, wo geht es hin? Was ist passiert? Gerade deine Einschätzung, deine Sicht, die find ich unheimlich interessant. Also ich warte ja schon seit vielen Jahren auf die Entwicklung, die ich gerne hätte. Ja, und ich muss immer feststellen, dass es eigentlich die Techno-Musik sich immer mehr zurückentwickelt. Weil dieses Minimal-Zeug ist eine Rückentwicklung von Techno, weil wir hatten das Anfang der 90er, Ende 80er schon diesen Sound aus Detroit oder Acid oder was. Es war nichts anderes. Und ich bin eigentlich dann schon enttäuscht, wenn ich in einen Club gehe und irgendein toller DJ da spielt und der spielt 2 Stunden, und dann kommt der nächste DJ und ich gehe raus und denke, ich habe den ganzen Abend einen Loop gehört. Und das kann es nicht sein. Und ich habe halt irgendwann mal gehofft, und es war mal so eine Zeit lang so, dass sich halt viele
Rock-Acts oder Pop-Acts sich haben Remixe machen lassen, auch wie Madonna auch oder U2 und so Sachen, von DJs sich haben Remixe machen lassen auch und so. Und da dachte ich zu dieser Zeit, das Techno wird anspruchsvoller jetzt, wird musikalischer, aber da ist, hat sich dann halt wieder wegentwickelt davon. Ja, und bis ein paar Ausnahmen haben halt ein paar DJs große Acts geremixt, aber sonst auch nichts. Und jetzt ist halt, das Gros der DJs und Produzenten ist jetzt wirklich so, dass sie eigentlich extrem jung sind und halt mit elektronischer Musik aufgewachsen sind und überhaupt keinen anderen Background mehr haben. Und das und für die ist halt so ein Minimal-Kram, ist für die halt das, oh ja, wie toll. Während für uns älteren Oldschool-DJs ist es schon, das ist halt für mich auf jeden Fall ist es eine Rückentwicklung. Ja. Also verstehe ich dich richtig, dann wäre für dich zum Beispiel eine Weiterentwicklung zum Beispiel eben die Annäherung von verschiedenen Genres, sozusagen die Vermischung, die Synergie, die Hybridentwicklung sozusagen von elektronischer Musik mit ganz anderen Sparten. Ob es jetzt nun Reggae ist, ob es der Punk ist, ob es Metal ist, ob es Rock ist. Verstehe ich das jetzt richtig? Ja. Also für mich ist es eine Weiterentwicklung. Zum Beispiel, ich versuche meine Musik immer weiterzuentwickeln. Ich habe einen sehr starken Rock-Background auch und so, da komme ich her. Und das versuche ich in meine Musik einfließen zu lassen, auch schon immer. Dafür bin ich auch bekannt. Und ich habe auch. Für mich ist es, ich liebe Melodien und Stimmen und Flächen und Sequenzen und so Sachen. Das ist halt beim Minimal Sound verpönt eigentlich. Ich höre ganzen Abend DJs zu, da kommt nicht eine Stimme irgendwo oder eine Melodie oder irgendwas oder mal ein Instrument oder sowas. Und das stört mich halt. Und das meine ich halt mit die Musik anspruchsvoller machen, das heißt musikalischer machen die Musik. Ja. Dann würde ich gerne mal fragen, du bist ja legendär durch den Sound, gerade so diesen Trance, wenn ich den, ich meine Trance ist auch ein ganz großer Oberbegriff, aber da fällt mir jetzt gerade so IQ ein, so das sind ja auch so Sinti-Klänge, die eigentlich nicht unbedingt eine Annäherung jetzt gerade an den akustischen Instrumenten haben, aber was ist da jetzt zum Beispiel, gerade so diese IQ-Sachen, diese Trancing-Sachen im Unterschied zu den heutigen Sounds, würdest du da... Ja, damals schon die Produzenten, die die Sachen damals produziert haben, auch wie Frank Ralf Hildenbeutel von IQ und so Leute, Cem Elmar, die haben halt auch einen musikalischen Background, das sind Musiker. Und dementsprechend ist auch die Musik anspruchsvoll. Ne? Und deswegen, das war eine ganz andere Zeit, wie ich schon sagte, damals war es halt so, dass es ein großer Musiker-Background war. Damals musste man auch Musiker noch überzeugen. Und der war ja früher Computer-Sound war früher verpönt gewesen bei Musikern. Und heute haben sie in jedem Tonstudio ihre Computer stehen und arbeiten mit Sequencer-Programmen und so. Und obwohl wir sie alle überzeugt haben jetzt, hat sich die Musik trotzdem nicht weiterentwickelt, finde ich. Ja. Viele sind abgesprungen von den alten Musikern, machen heute Filmmusik oder Ambient oder irgendwas, aber im reinen Techno, also ich meine, ich finde immer noch Platten für meine Sets, aber mittlerweile muss ich schon suchen. Ja. Der Stellenwert des TB 303 heutzutage? Ich habe meine verkauft über eBay, meine 303. Ich finde, das sagt schon einiges. Ich könnte dir wirklich noch 1000 Fragen stellen. So. Leider merke ich, wie die Zeit mir im Nacken liegt, weil du musst gleich auflegen. Wir gucken jetzt gerade mal auf die Uhr. Ich denke, so in 5 Minuten müsstest du. Ja, noch eine Frage. So, deine Einschätzung und auch jetzt so für dich. So, was können wir von dir jetzt noch erwarten in den nächsten Jahren? Also mein Live-Act mache ich ja immer noch, ne, Flowmasters. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Projekt, wo wir halt mit Gitarren, mit Gesang arbeiten, auch live auftreten, mit Videoanimation, sind auch auf der Nature One jetzt im Sommer, treten wir live auf. Und das ist meine Zukunft eigentlich, also was musikalisch betrifft. Und was Produzieren betrifft. Okay. Und für die, die gerne jetzt deine neuen Produktionen gern hören möchten, welches Label, wo muss man sich orientieren? Gibt's zum Downloaden, Flowmasters mit Z. Na, gibt's MySpace-Seite, Webseite, gibt's zum Downloaden auf allen Portalen, Beatport. Ja, also, danke dir,
dass du heute hier warst, also dass wir dich für das Interview, dass du dich da bereit erklärt hast, uns hier zur Verfügung zu stehen. Freut mich ganz persönlich, dass wir jetzt so eine große Nummer da, mal endlich hier haben so und dich auch jetzt mal so persönlich kennenzulernen. Ja, Leute, das war Soundlab. Genießt die Bilder aus dem Club und stay tuned.